Kapitel 7. Ein Wesen im Wandel. Leichtes Rütteln ließ das Vulpix erwachen. Aus dem wohl erholsamsten Schlaf, den er seit langer Zeit hatte. Die Sonne war bereits über dem Horizont am Ersteigen. Auch sie reflektierte sich gerade in jenem Ort, welcher in der Nacht das Spiel der Farben kreiert hatte. Der Himmel war blau. Würde der Schnee es nicht beweisen, würde Flamme nicht glauben, dass die Kälte an diesem Ort ihr Heim hatte. Als Feuer-Pokémon nicht in der Lage, diese zu fühlen. Altbekanntes schwarzes Fell bewegte sich in seinem Augenwinkel. Zoroark, offensichtlich als jenes Pokémon, welches ihn gerade aufweckte. Instinktiv warf das Vulpix zunächst einen Blick hinab ins Tal hinter sich, welches bereits leergeräumt war. Logischerweise, denn Funkenherz und Sol standen ebenfalls bereits auf der Spitze des Hügels. Komm, Flamme. So gern ich dich auch weiterhin schlafen lassen würde. Irgendwann müssen wir weiter, wenn wir heute noch den Gletscherpalast erreichen wollen. Sols Fokus lag gar nicht auf den beiden Partnern, sondern lag bereits voll und ganz auf dem fernen Ort der Lichtspieler. Und das müsste er sein. Das heißt, wir sind nicht mehr weit weg. Und das heißt auch, dass wir bald auf die Schluchten treffen müssten. Und bisher haben wir noch keine Spuren gefunden, die irgendwie andeuten sollten, dass in dieser Gegend irgendwas anders ist, als es sein sollte. Kein Grund, jetzt schon pessimistisch zu werden. Wenn die Schluchten noch normal sind, dann könnte dieser Kyurem-Kerl, von dem Morlot geredet hat, seine Brücke errichtet haben. Und wenn nicht, machen wir uns die Gegend halt durchquerbar. Gibt's Einspruch? Einspruch folgte nicht. Auch wenn Sol allgemein etwas perplex aufgrund von Flammes Reaktion wirkte. Nicht im Negativen. Das Fukano war lediglich nicht gewohnt, so viel Elan von seinem Bruder zu erleben. Gerade nicht mehr, seitdem die Reise begonnen hatte. Nein, also brechen wir auf. Damit wir auch baldmöglichst ankommen. Immerhin treffen wir in diesem Palast ja anscheinend einen neuen Begleiter. Daran hatte Flamme noch gar nicht gedacht. Die Pokémon Raststadts hatten sich nicht für irgendeine Reise angeboten. Was Sinn machte, sie alle schienen bereits sehr alt. Was Sinn machte, wenn man bedachte, dass sie alle bereits lebten, als Latias und Latios noch in dieser Welt ein Heim hatten. Nach all den Geschichten, die sie kannten, 300 Jahre waren das doch bestimmt. Vielleicht ein bisschen weniger, aber ungefähr kam das bestimmt hin. Erst jetzt, wo Flamme wirklich drüber nachdachte, wie genau waren sie überhaupt noch am Leben? Viridium machte Sinn, legendäre Pokémon waren in der Regel mehr als nur langlebig. Auch Morlot war eine sehr ausdauernde Spezies, wobei 300 Jahre dann doch langsam Limits erreichte. Nach Tara und Psyana konnte sich Flamme aber nicht erklären. Zwar waren sie die zwei langlebigsten regulären Evoli-Formen, Betonung auf regulär, da keiner wusste, wie langlebig ein Elementarer letztlich wäre, aber mehr als 200 Jahre kam Flamme doch suspekt vor. Und die beiden hatten auch eher jung gewirkt. Aber hatte Morlot nicht bei seiner Erzählung auch von den alten Psyana und Nachtara erzählt? Vermutlich waren die beiden aus dem Dorf Nachfahren oder Nachfolger. Aber Flamme merkte, seine Gedanken drifteten ab. Worum es eigentlich ging war, keiner von ihnen hatte sich für die Mitreise angeboten. Bisher hatte die Gruppe aber über kurz oder lang in jedem Weltenbaum einen Mitstreiter gefunden. Würde diese Welt die Ausnahme werden? Es war gut möglich, dass nicht, wie Funkenherz bereits angedeutet hatte. Es wäre nicht ausgeschlossen, dass sich diese Stimme des Lebens, dieser Trikephalo, vielleicht für länger anschloss als nur für die Reise zum Labyrinth. Und vermutlich könnte er ein wertvoller Mitstreiter werden. Gute Aussichten, sobald sie es denn schafften zum Gletscherpalast. Dafür mussten sie nur erst einmal weiterreisen, was die Gruppe auch tat.
Mit jedem Schritt schien der Punkt in der Ferne näher zu kommen. Selbst wenn immer noch beinahe nichts zu erkennen war. Gleichzeitig schien nun tatsächlich ein Punkt zu kommen, an welchem sich die Landschaft veränderte. Flamme konnte jetzt nicht behaupten, dass sie hässlich wurde, sich überhaupt verschlimmerte oder irgendetwas derartiges. Sie wurde lediglich grüner. Beinahe wäre Flamme sich unsicher, ob überhaupt irgendetwas an diesem Ort ungewöhnlich war. Wüsste er nicht, dass sie gerade zu einem Ort namens Gletscherpalast auf der Reise waren. Und der würde, zumindest in normalen Zeiten, ja wohl kaum im Grün liegen. Die Wanderung dauerte noch einige Stunden. Nichts fiel auf dem Weg vor. Bis darauf, dass das Gebilde in der Ferne jene Ferne langsam verließ, näher und näher rückte und damit sichtbarer und sichtbarer wurde und große Zweifel aufwarf. Hatten sie sich fehlleiten lassen? Die Karte zeigte genau zu diesem großen Schloss, doch es fehlte jedes Eis. Der reflektierende Punkt an der Spitze war nichts anderes gewesen als eine massive Glaskugel. Der Palast selber bestand voll und ganz aus Stein. Also, wenn wir der Karte Glauben schenken und das davon tatsächlich der Gletscherpalast ist, dann sind wir weniger als eine Stunde entfernt und treffen jeden Moment auf die Schluchten, vor denen wir gewarnt wurden. Nahezu endlos tief, die Wände aus glattestem Eis, der Luftweg durch die stärksten Winde versperrt. Das haben wir in der Stadt gehört. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir zurechtkommen. Aber wir werden klettern müssen. Nur, dass das halt möglich ist, solange die Wände nicht gefroren sind. Und diese Schluchten erreichen wir dann hinter diesem Fluss, oder? Verwirrt blickte Flamme auf. Tatsächlich. Ein riesiger, reißender Fluss. Direkt vor ihnen. Keine Brücke bot einen Weg da. Zum Schwimmen war der Strom selbst für die trainierten Krieger zu stark. Aber davon hatte niemand etwas erzählt. Und auf der Karte war er auch nicht. Auf der Karte war... Erst musste Flamme kurz sicher gehen, dass er sich nicht verguckt hatte. Das... Also, laut der Karte ist dieser Fluss die Schlucht. Dann muss das ganze Eis in dieser Gegend geschmolzen sein. Dadurch, dass die Welt zerfällt. Und das entstandene Wasser ist in die Schluchten geflossen und bildet jetzt einen Fluss. Das Wichtigste für uns ist aber, bringt uns das irgendwas? Wie kommen wir denn hier übers Wasser? Ich glaube zumindest nicht, dass ich persönlich das Schwimmen schaffe. Dazu ist die Strömung viel zu extrem. Die Strömung unter meinen langen Bäumen macht auch ein Boot oder Floß unbenutzbar. Eine Brücke bauen können wir wohl auch schwer. Ich sag's ja nur ungern, aber ich glaube, wir müssen riskieren, irgendwie da durchzukommen. Alles andere ist wirklich komplett unmöglich. Aber das schaffen wir niemals. Der Fluss ist bestimmt 50 Meter breit. Und die Strömung reißt uns doch nach Sekunden davon. Aber wohin? Vielleicht liegt da die Lösung. Wohin führt der Fluss? Diese Frage... Das wusste Flamme selber. Musste er sich, wenn dann, selber beantworten. Immerhin hatte er selber die Karte. Nirgendwohin. Die Schluchten bilden einen Kreis. Die Strömung entsteht vermutlich nur durch die Unruhe der Welt. Das heißt, das ist auch keine Option. Während der Rest der Gruppe so sprach und überlegte, stand Sorak bloß daneben. Blickte auf das Wasser und in die Lüfte. Und was mit dem Luftweg? Es wirkt nicht, als wären hier noch so starke Winde, wie es angeblich mal waren. Ich meine, das ist ja möglich, dass das der Fall ist, aber was genau würde uns das bringen? Hast du vor, auf die andere Seite zu fliegen? Ich meine, ein Versuch wäre es wohl wert. Auf die verwirrten Blicke des Rests der Gruppe folgte sofort die Erklärung.
Naja, vergesst nicht, dass ich ein Zoroark bin. Auch wenn ich das lange verheimlicht und noch länger abgewiesen habe. Wenn ich schon anfange, mich als solches zu akzeptieren, dann kann ich auch versuchen, meine Fähigkeiten weiter zu nutzen, als nur zum Absol kreieren. Ich muss erst sehen, wie gut ich das hinbekomme, aber theoretisch könnte ich mich in ein Flug-Pokémon wandeln und versuchen, euch auf die andere Seite zu bringen. Ja, es gab wirklich Dinge, für die ein Zoroark im Team sehr sinnvoll war. Aber trotzdem hatte der Rest der Gruppe diese Möglichkeit einfach ignoriert. Zwar gab sich Flamme Mühe bei der Namensnutzung, aber ihm war auch entgangen, dass sich mehr änderte als nur ein Name, wenn der Unlichttyp wirklich versuchte, als Zoroark zu leben. Ein Zoroark in der Gruppe war sehr hilfreich. Aber erst einmal musste die Gruppe sich dran gewöhnen, dass sie überhaupt eins hatten. Aber kriegst du das wirklich hin? Du hast, seitdem ich dich kenne, nie eine Flugfähigkeit genutzt. Ist das nicht sehr anstrengend? Gerade wenn du noch wen transportieren musst? Ich meine, anstrengend ist es schon, aber wahrscheinlicher, dass ich das hinkriege, als dass wir mit Schwimmen hier weiterkommen. Denkst du nicht? Aber wir hätten doch auch andere Möglichkeiten, wenn wir deine Verwandlung nutzen. Könntest du das Wasser irgendwie einfrieren? Mit Felsen eine Brücke erschaffen oder aus Ranken eine Brücke? Glaubst du, das wäre weniger anstrengend als zu fliegen? Fliegen braucht reine Körperkraft, wenn man Flügel hat. Aber dafür auch nur das. Für alles andere müsste ich die Elemente kontrollieren können. Und das müsste ich erstmal lernen. Die einzige Alternative, die ich irgendwie sehen könnte, wäre, dass ich alleine zum Palast fliege und Trikefalo dort abhole und herbringe. Wobei ich stark am Erfolg zweifle, gerade da die Pokémon-Raststadt schon speziell nach dir gefragt hatten, Flamme. Also, wenn du das zutraust, dann können wir es versuchen. Aber nimm dir Zeit. Nutz lieber mehr Zeit, um dich ans Fliegen zu gewöhnen. Bevor wir mit dem Härtetest anfangen, als zu wenig. Und wenn du merkst, dass es dir zu anstrengend ist, dann versuch Flamme rüberzubekommen und Soll und ich warten hier. Das wird schon. Wenn es auch anders geht, würde ich ungern die Gruppe halbieren. Und wenn es nur auf Zeit ist. Das Einzige, was ich überlegen muss, ist, welche Form am besten geeignet wäre. Irgendein Flug-Pokémon mit viel Muskelkraft, aber gleichzeitig wenig Gewicht, damit es so einfach wie möglich wird. Die nächste halbe Stunde verbrachte das Team so am Rande des reißenden Flusses. Zoroark dabei zusehend, wie er sich ans Fliegen gewöhnte, indem er alle möglichen Vögel als Gestalt ausprobierte. Nach und nach. Große Drachen wie Rayquaza fielen weg, da sie nicht einfach aus Körperkraft flogen. Zumal große Verwandlungen mehr Energie brauchten als kleinere. Natürlich gingen auch die kleinsten Vögel als Gegensatz nicht, da diesen die Statur zum Transport von Pokémon klar fehlte. Letztlich jedoch traf Zoroark seine Entscheidung und wählte Dragoran. Zwar war es recht schwer und hatte kleine Flügel, aber es hatte eine gute Statur zum Transport und war überraschend agil. Also, okay. Ich denke, ich bin dann soweit. Legen wir es dann drauf an. Wer will anfangen? Ich natürlich. Falls du doch nur eine Runde in dir hast, dann ist das Sinnvollste. Außerdem ist es ja irgendwo ein Testlauf und damit ein Risiko, das ich auf mich nehmen werde. Wobei ich mir keine großen Sorgen mache. Für einen Moment wartete Zoroark ab, sichtlich wartend, falls es Einspruch gäbe. Aber dieser kam nicht. Stattdessen, ohne weitere Vorwarnung, packte das Pokémon in Dragoran-Gestalt seinen Partner einfach und hielt ihn vorsichtig mit beiden Armen. Ich hätte beinahe gut festhalten gesagt, aber das Festhalten übernehme ich selber. Aber mach dich trotzdem bereit. Wir legen los.
Einen kleinen Moment lang stand das Zoroark bloß da. Nichts geschah. Nach einigen Sekunden jedoch sprang er empor und die Drachenflügel begannen zu schlagen, hielten ihn tatsächlich in der Luft, doch erst sehr wackelig. Aber es hatte ja alles seine Logik. Noch waren sie nur etwa 1 Meter über Land. Es bestand keine Gefahr. Trotzdem freute sich Flamme natürlich, als nach wenigen Sekunden die Luftlage stabiler wurde und Zoroark sein Gleichgewicht fand. Bevor er tatsächlich Schwung holte und losflog über das Wasser hinweg. Flamme spürte starken Wind, im Wissen, dass auch Zoroark dagegen ankämpfte. Doch das Flugverhalten wirkte kaum beeinflusst. Und nach nur etwa 25 Sekunden war es vorbei und Flamme stand sicher auf der anderen Seite des Wassers. Seht ihr, kein Grund zur Sorge. Die anderen zwei traue ich mir schon auch noch zu. Also, warte kurz, Flamme. Während also Zoroark den Rückweg antrat, blickte Flamme ihm bloß hinterher. Ein Gefühl von Stolz in der Brust. Noch vor Stunden hatte sein Partner nicht einmal seine Gestalt als Zoroark akzeptiert und nun nutzte er schon seine Fähigkeiten wie ein Meister. Es war nur eine Frage der Zeit und Zoroark würde wahrlich sein volles Potenzial nutzen können.